Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stella Blade. Wir wollen jetzt mal ganz schnell zurückgehen. Hier ist unser leckerer Eintopf. Wir gehen mal schnell zurück nach Zion. Komm zum Tetrapod zurück, wenn was repariert werden muss. Wir geben mal die beiden Dinger ab. Boah, das hat mich auch gefröstelt hier. Und das, obwohl es eigentlich draußen recht warm ist. Okay, wir können uns ja mal wegtelefonieren. Da brauchen wir hier nicht hinherrennen. So. Ach, hier ist schwarze Brad und da ist die June. Ja, ich weiß immer noch nicht, hat sie uns in eine Falle gelockt oder was sollte das? Mensch, Mensch, Mensch. Wer ist June? Wo ist diese ominöse June? Bin vorbeigerannt an June. Das ist keine June. 35. Mensch. Wer ist June? Das ist June. Nee, das ist Olivia. Hey Engel, ich bin dir so unglaublich dankbar. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag Bescheid. Wer ist June? Das ist meine Frage gerade. 10 Meter von hier. Hä? Diese ominöse June. Okay, ich gehe hier raus. Das ist June. Ich glaube, du hast mich in eine Falle gelockt, June. In den Ruinen waren Memory Sticks. Aber es gab viel mehr Leichen als unbeschädigte Memory Sticks. Schätze! Schätze! Meine Schätze! Ich werde sie nicht verlieren. Ich konnte euch nicht beschützen. Ich bin geflohen. Wieso habe ich überlebt? Eve, können wir ihr die Memory Sticks wirklich anvertrauen? Ich könnte sie mitnehmen und zu Mothers 4 bringen, aber es ist besser so, Adam. Okay, wenn du darauf bestehst. Schätze. Wertvolle Schätze. Mothers 4's Segen bedeutet mir nichts. Ich will nur Schätze. Alles klar. Gut, wir gehen mal schnell zum schwarzen Brett. Ich muss nicht mal schnell... Wir müssen, wenn wir zum schwarzen Brett wollen, war das hier? Ja, hier. Wir haben immer noch dieses Rätsel da zu machen. Das regt mich voll auf. Ein schwarzes Brett. Gut. Schauen wir mal, was in Zion so passiert. Bitte keine neuen. Oh nein, der letzte Wein. Barry, was soll das? Ach, wirklich? Ich bin zu Barrys Lagerraum gegangen und habe dort 3 Weinflaschen gesehen. Angeblich sind sie für die Gedenkfeier gedacht. Die waren ganz offensichtlich vor ein paar Tagen noch nicht da und er wollte mir nicht erzählen, wo er sie her hat. Dieser gierige kleine Trottel. Ich muss bald zurück zur Wiege. Davor möchte ich aber noch einen schönen großen Schluck von diesem samtherben Elixier nehmen. Wenn irgendein Scavenger das Memo hier sieht, bring mir eine Flasche Chateau Molon. Du wirst nicht enttäuscht sein, wenn du deine Belohnung einstreichst. Danke. Dieser Wein muss ja echt unwiderstehlich sein. Wertvoller Schatz. Wenn du das hier liest, werde ich schon in der Wiege eingeschlafen sein. Es wird Wiege genannt, aber es ist nicht nur eher ein Grab. Ich schreibe das hier, weil ich von meinem Aufbruch Richtung Wiege einen meiner wertvollsten Schätze in einer Kiste versteckt habe.
Wer sie findet, wird der nächste Besitzer dieses Schatzes. Aber es wäre ganz schön langweilig, dir einfach zu sagen, wo sie ist, oder? Finde einen verschlossenen gelben Bus auf der eingestürzten Überführung in der großen Wüste. Dort habe ich die Kiste verstaut. Viel Glück bei der Suche. Das klingt doch nach Spaß. Ich habe wirklich gedacht, wir geben jetzt mal zwei Dinge ab und dann ist gut, aber nee. Ist es nicht, mein Herr. Was soll das? Nun gut, es wird Zeit, mal wieder... Ein Igelfisch. Wo soll ich denn bitte einen Igelfisch fangen? Sollen wir doch nach Eidos 7 zurück? Oh Mann. Ich muss mal hier rauskommen. Da komme ich raus. Ich überlege halt, ob wir noch irgendwas in Eidos 7 machen sollen. Ob sich das jetzt lohnt, da hinzugehen? Na komm, dann mach mal schnell Eidos 7, da kriegt man wieder ein bisschen was Dunkles vor die Linse und nicht hier sowas Tristes. Also ich finde echt unser Kleid, wir sollten uns mal umziehen, oder? Also unser Kleidchen passt viel zu gut in diese Wüste hinein. Komm zum Tetrapod zurück, wenn was repariert. Wir reisen erst mal schnell nach Eidos 7 und werden uns dann in der Wüste umziehen. Das ist der Plan. Jetzt habe ich gesagt, das ist eine Nacktschnecke. Guck mal, wenn man von hier guckt. Und jetzt geht's nicht mehr. Irgendwie sahen seine Haare und der Roboter zusammen aus wie eine Nacktschnecke. Gut. Keine Karte, natürlich keine Karte. Aber wir wollen jetzt erstmal der letzte Wein machen. Der letzte Wein ist... ...753 Meter weg. Ich glaube, hier sind wir richtig. Wir müssen jetzt praktisch noch mal dahin, wo wir schon waren, eventuell. Konnte ich hier nicht... Bin ich hier falsch? Nee, hier ist doch der Plaza, ja. Das ist aber keine gute... Hallo? Was für eine bescheuerte Begrüßung. Ich hasse dich. Ich muss da aufregen. Wir hocken uns mal schnell hier auf den Stuhl. Wenn ich einmal hier bin, können wir auch schon mal schnell den Shop nutzen. Hier, Seehit. Und nicht mal alles leer gekauft hier. Nein! Jetzt habe ich 44 Schockgranaten. Jetzt muss ich die Dinger aber auch benutzen. Oh nein, ich habe mein ganzes Geld dafür ausgegeben.
Hey, war hier nicht so ein Ding, was uns nach unten geführt hat? Mit einem Strick? Wo ist denn der Strick? Hey. Da ist der Strick. Okay, da müssen wir runter. Wir müssen ja eigentlich gar nicht zum Strick, oder? Jetzt ein bisschen grad. Hä? War das nicht hier auf der Ebene? Muss ich noch weiter runter? Nee, hier, es ist hier schon auf der Ebene. So, ein schönes Likörchen. Ist das ein Chateau Moulac? Nur noch eine Flasche. Ja, wir gehen zum schwarzen Brett zurück. Jetzt machen wir das tatsächlich. Retro. Aber so kann ich herausfinden, welche Informationen die Runde machen. Der letzte Wein. So, sehr schön. Weisheitsrätsel, okay. Also, 37:21. Ergibt 928. Königin der Arithmetik. Soll aber schon stimmen, oder? Nehmen wir mal an, 37 plus 21. So, 50 bei 58. Sieben plus zwei sind neun.
9, 2 und 8. 7 plus 4, 11. Nee, keine Ahnung. Habe ich jetzt keinen Kopf zu. Dresch mal lieber irgendjemanden nieder. Kann ich mich eigentlich von hier auch schon teleportieren? Nee. Ich laufe gerade in die falsche Richtung. Okay? Ich hatte eigentlich links gemusst. Große Füße, willkommen. Könnt ja eigentlich von hier direkt in die große Wüste. Brauche ich den nicht immer anquaken. Hä? Okay, da gibt es eh eine neue Mission. Nehmen wir die mal an. Wir haben ja nichts anderes zu tun. So, wer ist jetzt die neue Mission? Er nicht. Dann ist wahrscheinlich die neue Mission hier draußen irgendwo. Auch nicht doch er schon wieder. Barry, was ist los? Engel, du kommst genau richtig. Wie richtig? Wenn du wieder Probleme mit Wein hast, kümmere dich selbst darum. Nun, es geht um Wein, aber ich bin unschuldig. Was heißt, du bist unschuldig? Alles aus dem Weinkeller war völlig unbrauchbar. Alles sauer wie Essig. Ach ja? Das ist schade. Aber im Weinkeller ist nichts mehr. Ja, ich will dich auch nicht nochmal dorthin schicken. Dieses Mal will ich selbst Wein herstellen. Ich weiß nicht, ob ich es rechtzeitig bis zur Gedenkfeier schaffe, aber ich werde es versuchen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Du willst diese Flüssigkeit selbst herstellen? Genau. Einige Scavenger haben wohl Trauben im Ödland entdeckt. Ich glaube nicht, dass sie lügen. Ich sage dir wo. Würdest du die Trauben für mich sammeln? Na gut. Etwas, das man selbst herstellen kann. Interessant. Cool. Barry in der Klemme. Ach, Barry, weißt du was, ey? Für dich mache ich einen mit. Ich wollte doch hier. Von hier komme ich doch auch dahin. Wir wollen jetzt ins Ödland, gell? Na gut, wenn wir einmal im Ödland sind, dann könnten wir auch das mit der Schnelligkeit machen. Da ist eigentlich auch egal, von wo ich hinreise. Ach, Mann. Okay, machen wir erstmal das Ödland, bevor wir dann wirklich wieder in die große Wüste gehen, okay? Ödland, Ödland. Trauben. Tja, was träumt denn da nachts im Ödland Trauben? Aber wir haben jetzt den Schub. Sollen wir vielleicht als erstes was anderes machen? Sollen wir vielleicht als erstes mal hier hingehen? So, wo ist es? Wo ist der Barry in der Klemme? Haben wir da nicht schon gegen jemanden gekämpft? Hä? Guck mal gerade so. Guck mal da, wir können scheinbar irgendwas verbessern. Nein. Verzeihung. So. Da wollen wir eigentlich hin, aber ich will erstmal mit euch das hier machen, damit wir das nicht vergessen. Da oben war's. So. Thank you.
Ich habe echt mein ganzes Geld für Schockgranaten ausgegeben. Das tut hier schon weh, ey. So, könnte sein, dass wir jetzt erstmal ein paar Mal... Oh, ich hasse das. Wenn die im Kampf ist, gell? Dann ist die so langsam. Das ist unfassbar. Oh. Das ist so nervig. Wie kann man nur so nervig sein? Kann das sein, dass man erst die Dinger umbringen soll, bevor man hier da irgendwas macht? Nein! Steh auf! Oh, die ist so scheiße. Die ist so kacke, ey. Weg damit. Oh, hätten wir das. Jetzt warten wir hier nur noch. Und jetzt können wir das Ganze in Ruhe machen. Ich gebe zu, ich war ein wenig
ungeheil. Aber jetzt müsste es funktionieren. Wenn es jetzt nicht klappt, bin ich verdammt unfähig. Ätschi bätschi. Corsair Lager, yeah! Die Romantik blauer Meere. Okay. War ja eigentlich klar, dass da sowas drin ist, oder? Ja, das haben wir jetzt erstmal gemacht. Das ist doch schon mal was. Würde ich meinen. Vielen Dank, dass ihr... mir ist ja gar nicht aufgefallen, dass da oben Kirschblüten dran sind. Das Kirschblüten. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.